Hey ho, meine Lieben, wir machen heute einfache Feierabend Nackensteak-Sandwich auf dem Opti-Grill. Da steht er. Mhm. Und schnelle Zutatenübersicht und wie gesagt, nach Feierabend muss schnell gehen, einfach. Deswegen auch die Zutatenauswahl. Mhm. Alles soweit hergerichtet. 4 Sandwichscheiben für 2 Sandwiches eben. Ein bisschen an Ketchup, ein paar Zwiebeln. Paprika habe ich einfach so dünne Streifen runtergeschnitten. Ein Burgerkäse. Ja, und hier habe ich wieder so fertige marinierte Steaks genommen. Für mich völlig in Ordnung. Die sind auch gut und ja, gehen halt schnell. Besonders nach Feierabend. Ja, dann gehen wir rüber zum Opti-Grill und fangen wir mit den Steaks an. Den schalten wir erstmal ein. Machen das scharfe Anbraten ein. Gehen auf OK und lassen das aufheizen. Drin liegt tut ja nichts. Speisen einlegen, das machen wir doch glatt. Wie gesagt, wir fangen mit den Steaks an. Und dann warten wir, bis wir fertig sind und danach geht es gleich weiter. Heiliges Blechle, 28, 27, das waren jetzt keine 3-4 Minuten. Gut, dann glauben wir dem Teil und nehmen sie gleich runter. Ich habe mir sagen lassen, nimm nicht mehr das Metallzeug für den Tefal-Grill. Stimmt, da verkratzt man die Oberfläche, nicht gut. Ja. So, dann legen wir die Steaks gleich einmal dann auf die Seite. So. Schnappen wir uns gleich die ersten 2 Toastscheiben. Die lasse ich jetzt einfach nach Gefühl. Einfach drauf lassen. Der bleibt ja warm. Oder machen das jetzt ganz anders. Ah. Hier nehme ich die Speisen. Oh meine Fresse. Nehmen wir halt nochmal ganz schnell runter. So. Nein, nicht ausschalten. Ich will manueller Modus. Was haben wir hier noch alles? Manueller Modus, okay. Das reicht. Ja, und dann können wir den Grill auch schon mit dem Rest bestücken, was wir haben. Wenn wir denn alles drauf kriegen. Das lassen wir jetzt kurz drauf liegen. Und dabei können wir nebenan schon mit dem Zusammenbau beginnen. Ich hole das Zeug dann einfach rüber. So, dann fangen wir hier gleich einmal an. Etwas Ketchup unten, etwas Ketchup oben. Bloß nicht übertreiben, hier ist ja kein Räumen anwesend. Man kann anstelle vom Ketchup natürlich auch eine Barbecue-Soße nehmen. So. So Leute, dann wären wir soweit mit dem Gemüse. Noch leicht knackig. Legen wir es so rum. Ja, da kommt dann jeweils ein Steak drüber. Und obendrauf die Zwiebeln. Dann kommt der Burger Cheese
halt die Maschinen, muss ich gleich auf Sandwich einstellen. Einfach das Programm Sandwich ausgewählt und ja, wieder gestartet. Und dabei machen wir hier die Sandwiches soweit fertig. Sprich, einfach bloß noch den Käse drauf. Ach komm. Da kann es ja nie genug sein von dem. So. Und die kommen jetzt gleich wieder in die Maschine. Er piepst, er hat mich erinnert, Speisen einlegen. Dann machen wir das so rucki zucki. Gut, ich hätte es jetzt noch. Kann ich immer noch. Mal schnell den Schmodderbart da rausziehen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Naja, da muss ich mir auch erst dran gewöhnen an sowas. Und dann legen wir die Sandwiches wieder hier rein. Ist übrigens auch mein erster Versuch so, sandwichmäßig. Ob ich den jetzt dann, dicke wird berechnet, genauso lang drin lasse, wie der sagt, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Werden wir nachher gleich sehen. Leicht gebräunt, okay. Schauen wir mal, ob das noch funktioniert mit dem leicht gebräunt, weil wir haben das Ding ja schon, die Toasts ja schon vorgebrutzelt. Ich danke. Ich schaue jetzt einfach mal zwischendurch mal rein, wie es ausschaut. Und ja, es wird. Da warten wir jetzt noch die 1 Minute 20 und dann nehmen wir sie einfach raus. Leicht gebräunt. Jo. So. Schatzi, dein Toast ist fertig. Bitteschön. Dankeschön. Und wir machen hier jetzt einmal einen Sandwich-Anschnitt. Also, wenn wir den Käse hätten noch verlaufen lassen wollen, hätten wir es einfach ein bisschen länger drauf gelassen. Aber ich denke, so sieht das Ganze doch schon recht gut aus. Und ja, ich mache jetzt das Probiererle. Was da so Schnaps ist, Schatzi, schneidet ihren Sandwich an. Und Leute, also ich finde ja mal, die sehen gut aus. Aber gut aussehen und gut schmecken ist ja immer zweierlei. Oh, heiß. 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 Also das so heiß abzubeißen, nicht möglich. Ich habe es jetzt abgeschnitten. Aber ich muss sagen, mach mal gleich noch das Fazit mit. Eine leckere Kombination, leckere Paprika, leckere Zwiebeln mit drauf. Einfach ein klein bisschen Ketchup oder eine andere Soße, eigener Wahl. Und fertig ist ein richtig geiles, schnelles Feierabend-Steak-Sandwich. Schatz, was sagst du dazu? Fang nicht wieder so zum Lachen an. Die macht mich fertig. Nein, jetzt ehrliche Meinung dazu. Alles gut. Alles gut. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Leute, wir schauen, was wir das nächste Mal machen. Vielleicht haue ich ja auch eine Banane einfach los. Ach, zwischen vielleicht gibt es jetzt endlich mal unsere Garnelen oder unseres Kaffee. Das habe ich jetzt gehört. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski, ich muss jetzt essen. Daumen hoch
freudiges Kommentar, Abo und ihr wisst Bescheid. Ciao.